Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ganz herzlich begrüßen zum heutigen Pressefoyer nach dem Ministerrat mit Innenminister Gerd Karner und Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch. Ich darf Innenminister Karner bitten zu beginnen mit seinem Statement zur Weiterentwicklung des Sicherheitszentrums in Meidling. Herr Innenminister, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bundesminister. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu diesem Pressefoyer im Anschluss an den Ministerrat. Ein heutiger Beschluss über den Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend Ermächtigung zur Veräußerung von unbeweglichen Bundesvermögen klingt etwas sperrig, ist aber in Wahrheit für den Sicherheitsapparat, für die Sicherheitsarchitektur in Österreich von zentraler Bedeutung. Hinter diesem Gesetz verbirgt sich in Wahrheit ein wichtiger Baustein, man kann fast sagen Meilenstein, für unseren Sicherheitsapparat, ihn noch schlagkräftiger, noch effizienter, noch moderner zu machen. Bevor ich im Konkreten auf diesen Beschluss, auf diesen Entwurf dieses Gesetzes eingehe, möchte ich nochmal darauf hinweisen, was sind denn die zentralen Herausforderungen im Bereich der inneren Sicherheit? Wo sind denn die größten Problemfelder, die wir zu bearbeiten haben und wo es gilt eben genauso zu sein, modern, effizient und schlagkräftig? Das ist der Kampf gegen die organisierte Kriminalität, der Kampf gegen die organisierte Schlepperei. Das sind die Bedrohungen im Extremismus und Terrorismus und das ist der starke Anstieg bei den sogenannten Cybercrime-Delikten, die wir immer wieder sehen in der Kriminalstatistik, wo hier die höchsten Zuwachsraten sind. Und da haben wir uns in vielen Bereichen neu aufgestellt. Organisatorisch wurde mit 1. Dezember 2021 DSN gegründet, Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, die jetzt auch regional auf die Bundesländer ausgerollt wird, mit den sogenannten LSEs, Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung, um hier auch in der Prävention und der Extremismusbekämpfung regional auch präsenter zu sein. Wir haben die sogenannte Kriminaldienstreform, vor allem mit den Cyberdienststellen, 38 an der Zahl österreichweit, organisatorisch in Umsetzung, die sogenannte Cyber-Cobra als weiteres Beispiel, wie wir diesen neuen Kriminalitätsformen begegnen. Neben einer schlagkräftigen, modernen und zeitgemäßen Organisation braucht es aber natürlich oder ist auch notwendig eine entsprechende Infrastruktur, entsprechende Ausrüstung und auch Ausstattung für die Polizei in Österreich. Daher wird an die Polizistinnen und Polizisten in diesem Jahr und in den nächsten 1,5 Jahren rund 32.000 Smartphones der neuesten Generation ausgeliefert. Somit sind alle Kolleginnen und Kollegen entsprechend modern ausgestattet und 3.000 Laptops. Das sind sogenannte mobile Dienststellen, wenn Sie so wollen, sodass auch Anzeigen auf diesem Weg erledigt werden können. Und neben der modernen Ausrüstung braucht es auch eine moderne und zeitgemäße Arbeitsplätze für die Kolleginnen und Kollegen. Daher ist in vielen Bereichen, in allen Teilen des Landes, vom Bodensee bis zum Neusiedlersee, viele Polizeiinspektionen erweitert und neu gestaltet worden. Wir haben in vielen Bundesländern neue Sicherheitszentren im Bau bereits fertiggestellt oder in Planung. Wenn ich daran denke, dass wir beispielsweise ein neues Sicherheitszentrum im Burgenland oder in Oberösterreich eröffnet haben, dass wir derzeit ein Sicherheitszentrum in Innsbruck in Tirol umsetzen und zwei beispielsweise in Planung sind, Niederösterreich oder Vorarlberg. Und mit dem heutigen Beschluss schaffen wir eben die Voraussetzungen dafür, dass wir einen nächsten großen Meilenstein, wie ich gesagt habe, in der Sicherheitsarchitektur des Landes setzen, nämlich mit dem Sicherheitszentrum Meidling in Wien. In diesem Sicherheitszentrum Meidling werden unterschiedlichste Dienststellen in Zukunft untergebracht werden. Beispielsweise Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, kurz DSN, das Bundeskriminalamt, BKA, Bundesamt für Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention, das BAK, Direktion Digitale Services, DDS, Observationseinheiten, ein neues Cyberabwehr- und Cyberlagezentrum oder das Einsatzkommando Cobra Standort Wien
wird im Sicherheitszentrum Meidling untergebracht werden. Oder es wird auch vorgesehen sein, beispielsweise ein Betriebskindergarten in diesem neuen Sicherheitszentrum in Meidling. Das heißt, diese genannten Einheiten, die ich gesagt habe, die in mittelfristiger Zukunft der Dienst tun werden, sind derzeit auf zumindest 5 Standorte verteilt. Das heißt, aus 5 mach 1, zumindest aus 5 mach 1, ist das Ziel dieses Neubaus, dieser neuen großen Dienststelle in Meidling, in der sogenannten Kaserne Meidling, wie sie derzeit im Sprachgebrauch genannt wird. Das Ziel, ich wiederhole es, mit dieser Zusammenlegung, Zusammenführung dieser unterschiedlichen Einheiten von unterschiedlichen Standorten hat eben das große Ziel, moderner, effizienter und schlagkräftiger zu sein. Und daher ist es mir wirklich ein Anliegen, mich ganz herzlich zu bedanken bei der Frau Bundesministerin Claudia Tanner, unserer Verteidigungsministerin, weil derzeit ein Teil der Kaserne, der Meidlinger Kaserne vom Bundesministerium für Landesverteidigung genutzt wird. Ich bedanke mich auch bei der Stadt Wien, Bürgermeister Michael Ludwig, wo wir in enger Abstimmung mit der Stadt Wien dieses große Projekt, dieses Sicherheitszentrum umsetzen werden. Und mein Dank gilt natürlich auch dem Finanzminister. Und wir haben ja gemeinsam heute auch diesen Ministerratsvortrag in zur Beschlussfassung eingebracht. Wir werden die parlamentarische Behandlung dieses Gesetzes in diesem Jahr abschließen. Und das Ziel ist Baubeginn 2025. Und Bauzeit ist bei so einem großen, wichtigen, zentralen Projekt, wo eben so viele Einheiten zusammengeführt werden, an die 6 bis 7 Jahre. Das heißt, das ist wirkliches Zukunftsprojekt, ein wirklicher Meilenstein für die Sicherheitsarchitektur in unserem Land. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Innenminister. Ich darf nun Herrn Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch um seine Ausführungen zum Tierschutzpaket ersuchen. Und dem Tierschutzminister, das ist er nämlich auch. Vielen Dank, Herr Bundesminister. Wir haben schon vor 2 Wochen ein umfassendes Tierschutzpaket präsentiert mit ganz wesentlichen Inhalten. Das Verbot der Qualzucht, enorm wichtiges Thema, verpflichtende Kurse vor dem Kauf von Hunden und exotischen Tieren und klare Rahmenbedingungen für die Schutzhundeausbildung. Und die Reaktion darauf war durchwegs eine positive. Wir schaffen Klarheit in ganz vielen Fragen, weil Tierschutz ist natürlich ein sehr emotionales Thema, auch und vor allem im Heimtierbereich, auch in den Fragen der Zucht. Und deshalb war es wichtig, die Details rasch auszuarbeiten. Der Entwurf der Novelle des Tierschutzgesetzes geht in den nächsten Tagen in Begutachtung und in den nächsten Wochen kann jeder und jede Einblick in die Details nehmen. Und wir werden die Stellungnahmen, die dann eingehen, auch ernst nehmen. Wir haben bereits, das darf ich erwähnen, einige Meilensteine gesetzt im Tierschutz, die wichtig sind. Ambitionierte Ziele, wir haben im Sommer 2022 vor allem Verbesserungen bei den landwirtschaftlichen Nutztieren erreicht, ein Verbot der ganzjährigen Anbindehaltung von Rindern, ein Verbot des Kükenschredderns und eine massive Einschränkung auch bei den Tiertransporten. Bei den Haustieren gilt, und das ist wichtig, auch, dass, wie soll ich es nennen, Tierliebe allein reicht nicht, das ist der Grundsatz, sondern es gibt auch, es gilt Regeln zu beachten im Umgang mit Haustieren, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass es einfach notwendig ist, dort auch klar zu sagen, der Umgang mit Heimtieren, mit Haustieren muss auch darauf abstellen, ein artgerechtes Leben zu ermöglichen. Tierhaltung bedeutet Verantwortung. Mangelndes Wissen in der Tierhaltung hat dann oft zur Folge, dass schlechte Haltung stattfindet, dass Tierleid entsteht, dass im schlimmsten Fall Tiere aggressiv werden können und Menschen auch verletzt werden können. Wir führen deshalb ein, was lange gefordert worden ist, nämlich von Seiten der Tierschützerinnen und Tierschützer, auch von Hundetrainerinnen oder Trainerinnen, eine verpflichtende Ausbildung. Weil, und das ist wichtig, es geht um lebende Wesen. Wir stellen sicher, dass künftig Halterinnen die wichtigsten Regeln zum Wohl ihrer Tiere einfach kennen und das auch beachten. Das heißt, alle Halterinnen von Hunden, Amphibien, Reptilien und Vögeln
Vögeln müssen in Zukunft mindestens eine 4-stündige theoretische Ausbildung absolvieren und danach erhalten sie einen sogenannten Sachkundenachweis. Und zwar muss dieser Sachkundenachweis bereits vor der Anschaffung des Tieres erworben werden. Das heißt, bei der Anschaffung muss er vorgelegt werden. Für die Haltung von Hunden ist zusätzlich eine mindestens 2 Stunden dauernde Praxiseinheit vorgeschrieben. Es gibt dazu ähnliche Regelungen bereits in einigen Bundesländern. Warum ist das wichtig? Dieser Sachkundenachweis schützt vor Spontankäufen. Diese Spontankäufe sind oft zu beobachten vor Feiertagen oder zu Weihnachten oder zu Ostern, wenn Leute auf die Idee kommen, Tiere auch zu verschenken, was spontan so einfach nicht der Fall sein sollte. Sie verhindern auch, dass Tiere spontan gekauft werden und dann, wenn man draufkommt, okay, ist es doch nicht, ins Tierheim abgeschoben werden oder ausgesetzt werden. Diese Praxis wird damit jedenfalls eingebremst. Zweiter Punkt, Qualzucht. Qualzucht ist in vielen Bereichen ein Modetrend geworden. Sie kennen das, zu kurze Schnauze, Knautschgesicht, Klubschaugen, das schaut irgendwie cool aus, macht aber wirkliches Leid auch bei Tieren. Und diese Qualzucht zu beenden und da Regelungen einzuführen, das ist uns wichtig, weil es einfach gilt, bei der Zucht dürfen nur gesunde Tiere eingesetzt werden. Wer künftig wissentlich oder fahrlässig kranke Tiere züchtet, wird zur Verantwortung gezogen. Die Gesundheit und das Wohlergehen des Tieres muss einfach im Zentrum stehen. Das bedeutet Einschränkungen für die Züchterinnen und Züchter. Es ist nicht zu akzeptieren, dass einfach Tiere gezüchtet werden, die dann ein Leben lang unter diesen Zuchtmerkmalen oder Qualzuchtmerkmalen einfach auch leiden. Diese Einschränkungen erfolgen nicht willkürlich, sondern auf einer wissenschaftlichen Basis. Es wird eine eigene Qualzuchtkommission eingerichtet. Sie wird die Merkmale definieren, weil das auch einen wissenschaftlichen Standard braucht. Und wir schaffen damit einfach Klarheit, wie Zuchtprogramme künftig aussehen können. Die müssen nämlich der Kommission zur Prüfung vorgelegt werden. Wenn die Merkmale klar definiert sind, dann können einzelne Züchterinnen oder Zuchtverbände auch besser überprüft werden. Das ist wichtig, weil eine Regelung zu schaffen, die aber keine Konsequenz hat, wäre sinnlos. Auch die Vollzugsorgane in den Bundesländern, wie etwa die Amtstierärztinnen und Tierärzte, können dann auf Expertise und klare wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgreifen. Illegaler Welpenhandel, leider auch ein Thema, das zunehmend Bedeutung erlangt, weil eben manche Hunderassen modern sind, unter Anführungszeichen, hat sich da ein veritabler illegaler Handel entwickelt, auch grenzüberschreitend, immer wieder auch Aufgriffe entlang der Grenzkontrollen. Illegaler Welpenhandel ist bereits verboten und strafbar. Jetzt wird auch der Kauf strafbar, der Erwerb solcher Tiere. Das ist wichtig, weil es einfach darum geht, den Leuten zu sagen, der Erwerb eines Tieres irgendwo auf einem Autobahnparkplatz aus dubioser Quelle oder nicht nachvollziehbarer Quelle ist verboten. Auch, und das kommt auch vor, eine Bestellung via Internet ist strafbar und ist zu unterbinden. Nächster Punkt, das Scharfmahnen von Hunden. Sie wissen, es hat in der Vergangenheit Vorfälle gegeben in Österreich, wo Menschen schwer verletzt wurden oder sogar zu Tode gekommen sind, weil diese tödlichen Beißattacken Resultat sind aus einer nicht sachgerechten Haltung und Ausbildung von Hunden. Jetzt wird es strenge Auflagen geben für den Schutzhundesport. Wir haben in den vergangenen Monaten verschiedene Varianten diskutiert. Ein komplettes Verbot des Beiß- und Angriffstrainings, eine strengere Regulierung und haben uns nach langen Diskussionen auch mit Expertinnen entschieden, dass wir strenge Auflagen verankern und den Schutzhundesport weiter ermöglichen. Wir glauben einfach, dass ein komplettes Verbot nur dazu geführt hätte, dass die Dinge in eine
illegale oder Grauzone abgedriftet werden. Wir wollen jetzt lieber nachvollziehbare, strenge Auflagen verankern und das tun wir. Künftig werden alle Beteiligten genau überprüft, auch die Ausbildungsstätten. Es gibt einen Wesenstest für Hunde, eine Prüfung für die Hundehalterinnen und eine Zertifizierung der Trainerinnen. Wie genau diese Wesensprüfung aussehen wird, werden wir mit der Veterinärmedizinischen Universität erarbeiten, gemeinsam mit den Verbänden. So wird sichergestellt, dass die Ausbildung der Prüferinnen auch gut und zertifiziert stattfinden kann. Auch nach bestandener Wesensprüfung werden die Hunde stichprobenartig kontrolliert. Damit können negative Veränderungen festgestellt werden und Hunde können, und das ist auch wichtig, nur einmal zu diesem Wesenstest antreten. Man kann also nicht so lange zum Test gehen, bis irgendein Prüfer irgendwann einmal Ja sagt. Personen, die ihren Hund zum Schutzhund ausbilden wollen, müssen einen Strafregisterauszug vorlegen und eine Zulassungsprüfung absolvieren. Das Training der Tiere darf ausschließlich auf dem Trainingsgelände der Verbände absolviert werden. Die Kosten sind selbst zu tragen. Sie sehen also, es ist ein Gerüst von Maßnahmen, das ein sehr enges Korsett schließt und auch, und das ist unser Ziel, verhindert, dass eben diese Beißattacken, diese nicht tierschutzkonformen Praktiken einfach aufhören. Die strengen Auflagen stellen sicher, nur Hunde, die eben charakterlich geeignet sind, dürfen zu Schutzhunden ausgebildet werden. Die positiven Reaktionen aus der Tierschutzszene geben uns recht, dass wir da auch einen wichtigen und richtigen Schritt gesetzt haben. Im Übrigen auch, und das kann der Innenminister dann vielleicht noch ausführen, ist die Schutzhundeausbildung bei der Polizei von dieser Regelung natürlich ausgenommen, weil dort eine ausgezeichnete Arbeit auch geleistet ist. Begutachtungsstart in den nächsten Tagen. Es haben alle die Möglichkeit, sich zu beteiligen und sich einzubringen. Mein Dank abschließend an alle Beteiligten. Hat eine ganze Reihe von Expertinnengesprächen gegeben in dieser Frage. Auch die Legistinnen, die sich damit beschäftigt haben im Detail. Und wir glauben, dass wir damit einen wichtigen Schritt gesetzt haben im Tierschutz in Österreich. Dankeschön. Ja, vielleicht noch Dank. Herr Bundesminister, weil du das angesprochen hast, noch ergänzend von mir dazu, dass die Polizeihunde von dieser Regelung eben ausgenommen sind. Warum? Weil es hier in der Diensthunde-Ausbildungsverordnung bereits klare und auch strenge Regeln gibt, wie Polizeihunde auch ausgebildet werden müssen, dass sie ihren Job für die Sicherheit der Menschen tun können, für das sie täglich gefordert sind. Und wir begrüßen daher, oder die Polizei und die Polizeihundeführer begrüßen daher sehr, dass es jetzt auch klare Regeln gibt für die Schutzhundeausbildung. Das ist aus unserer Sicht sinnvoll und da ist es hier, glaube ich, wirklich wichtig gewesen, dass es hier einen sinnvollen Kompromiss auch gab. Vielen Dank. Wir stehen jetzt für Fragen zur Verfügung. Herr Kappbacher hat sich schon während der PK angemeldet. Dann bitte die Frau Strebel und dann die Frau Husar. Jeweils eine Frage an jeden Minister. Herr Sozialminister, die ÖVP scheint jetzt Wahlkampf zu machen mit dem Arbeitslosengeld. Sie hat ein Modell lanciert heute, das auf eine Kürzung des Arbeitslosengeldes hinausläuft. Da würde mich Ihr Kommentar als Sozialminister interessieren. Und Herr Innenminister, als ÖVP-Vertreter, die Grünen, also vor allem der Vizekanzler, hat jetzt mehrfach schon angekündigt, es wird ein Bauprogramm der Regierung geben, also um den Wohnbau zu fördern und Wohnbaugelder zu mobilisieren. Wie steht da eigentlich die ÖVP dazu? Meines Wissens ist im Österreich-Plan von Karl Nehammer ja auch drinnen, dass man zum Beispiel Wohnbauförderungsgelder wieder zweckbindet, wie das früher der Fall war. Darf ich beginnen? Interessant, dass Sie den Herrn Bundesminister zur ÖVP fragen und mich zu den Grünen fragen, aber das ist, unterstreicht auch die exzellente Zusammenarbeit zwischen uns in der Regierung, wo wir vieles auf den Weg gebracht haben, auch heute wieder darüber berichtet, welche Beschlüsse wir gefasst haben. Ja, und es gibt unterschiedliche Themen im Österreich-Plan, die der Bundeskanzler sehr klar angesprochen hat. Das Thema Arbeitslosengeld ist so eines und daher wird Martin Kocher als ÖVP-Vertreter in diesem Bereich einige Vorschläge machen, die jetzt in Diskussion sind. Auch das ist nicht neu. Sie wissen, dass das schon länger in Diskussion ist. Und genauso was das Thema Wohnen betrifft, auch das ist ein zentrales im Österreich-Plan. Aber da geht es eben jetzt darum,
zu diskutieren, Vorschläge zu arbeiten. Österreich Plan 2030, so ist der Titel. Und wir sind hier am Beginn eines Projektes, das der Bundeskanzler hier in Wels gestartet hat. Und wir werden hier Schritt für Schritt einzelne Punkte als Volkspartei auch zu diskutieren und dann auch mit dem Ziel, auch Dinge umzusetzen, wie beispielsweise die Sachleistungskarte. Aus meiner Sicht, ich begrüße jede Initiative, die einen Beitrag leistet, um leistbares Wohnen zu ermöglichen in Österreich. Und das ist die Absicht. Die Verhandlungen dazu laufen, die sind auf höchster Ebene angesiedelt zwischen Kanzler und Vizekanzler. Und ich gehe davon aus, dass wir da zu einem guten Ergebnis kommen werden. Zum Arbeitslosengeld. Wir haben ja schon in der Vergangenheit mit Bundesminister Kocher Verhandlungen geführt zum Thema Reform des Arbeitslosengeldes. Wir sind da zu keinem Ergebnis gekommen. Das ist kein Geheimnis, das ist auch offen so oder ist ein offenes Geheimnis, wenn man so will, weil wir da unterschiedliche Einschätzungen und Zugänge haben und dabei bleibt es auch. Genau. Frau Striebel? Ja, ich wollte aber dennoch noch einmal nachfragen an den Herrn Kahner. Das heißt, mit wem wollen Sie, der Herr Rauch hat gesagt, er will das, mit den Grünen geht es nicht, mit wem wollen Sie denn das umsetzen? Und an den Herrn Rauch noch einmal, warum sind denn die Verhandlungen damals gescheitert? Und zum Hundegesetz möchte ich aber auch noch kommen. Wo macht man denn, ab wann müssen Menschen, die sich für einen Hund interessieren, diese Kurse machen, diesen zweistündigen Kurs? Und wo genau? Also ich möchte nochmal an dieser Stelle klar sagen, wir sind eben zwei unterschiedliche Parteien, die sich ein ambitioniertes Regierungsprogramm vorgenommen haben, die sehr viele Punkte aus diesem Regierungsprogramm schon gemeinsam umgesetzt haben. Jetzt ist vereinbart, dass wir weitere Punkte dingfest machen. Was planen wir noch umzusetzen bis zum planmäßigen Wahltermin? Und daneben, als unterschiedliche Parteien, hat auch jede einzelne Partei ihre Vorstellungen, wie sie die Zukunft gestalten will, welche Projekte sie vorantreiben will. Und das Thema Familie, das Thema Leistung, das Thema Sicherheit, das sind jene Themen, die bei uns als Volkspartei hier klar im Fokus stehen. Also die Frage, warum damals bei den Verhandlungen keine Einigkeit erzielt worden ist, weil einfach unsere Vorstellungen auseinandergelegen haben. Für uns geht es natürlich nicht als Grüne, dass beim Arbeitslosengeld oder bei der Notstandshilfe wir in Regelungen hineinkommen, wo dann die Armutsgefährdung wieder schlagend wird. Das halten wir für nicht zielführend. Und deshalb ist es dazu keine Einigung gekommen. Bei der Frage der Ausbildung, die Kurse für die Sachkunde nach dem Bundesrecht können dann erst sozusagen eingerichtet werden, wenn das Gesetz beschlossen ist. Das wird dann vom Ministerium auch kommuniziert werden und wird darüber informiert werden, sobald das eben der Fall ist, der Beschlussfassung stattgefunden hat, wo genau und wie die Kurse gebucht werden können. Frau Husar, dann die Frau Neuhofer noch. Buchmüller, Puls24, egal. Einerseits zur momentanen Masernwelle, Herr Minister, warum ist die Durchimpfungsrate in Österreich so niedrig und warum ist es vor allem bei der zweiten Teilimpfung so niedrig, weil da kann es sich ja nicht um Impfskeptiker handeln. Und dann schon noch einmal zum Arbeitslosengeld. Ist es für Sie vorstellbar, da unter eine 50%-Grenze zu gehen an Nettoersatzrate? Zur zweiten Frage, nein. Das ist eine klare Aussage von mir. Zu den Masern. Wir haben jetzt gestartet eine massive Informationskampagne, auch über die Arztpraxen, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass die Masernimpfung eine ist, die hochwirksam ist und die massive Erkrankungen und Nebenwirkungen oder Folgeerkrankungen verhindern kann. Wir appellieren da wirklich an alle Eltern, sich da von ihren Ärztinnen und Ärzten beraten zu lassen. Und warum das so ist in Österreich, wir haben schon eine Situation, dass die Impfskepsis deutlich zugenommen hat und angestiegen ist, wo wir nur dringend raten können, sich da nicht auf irgendwelche dubiosen Ratschläge in Internetforen oder von einzelnen Proponenten mancher politischen Parteien zu verlassen, sondern fragen Sie Ihre Hausärztin, Ihren Hausarzt. Die wird Ihnen konkret und
auf einer wissenschaftlichen Basis, einer gesundheitspolitisch evidenten Basis Auskunft geben, was für Ihr Kind gut und wichtig ist. Verlassen Sie sich nicht und fallen Sie nicht rein auf irgendwelche Propagandageschichten, die da verbreitet werden, weil wir haben eine ganze Reihe von Impfungen, die sind hochwirksam, die sind effizient und tragen dazu bei, Krankheiten einzudämmen, auszurotten, wie etwa Masern. Frage noch bei der Frau Neuhuber von Servus TV. An den Innenminister, Sie erwartet morgen eine dringliche Anfrage im Parlament von der SPÖ, da geht es um das Thema Asyl. Konkret fordert man von Ihnen, dass Sie sich mit dieser Asylobergrenze, die das Burgenland fordert, auseinandersetzen. Sie haben da ja schon in der Vergangenheit gesagt, für Sie keine Option. Warum? Können Sie es nochmal ausführen, bitte? Ich habe mich schon mehrmals mit dieser Frage auseinandergesetzt, seit ich im Amt bin als Innenminister. Ist das eine der zentralen Fragen, nämlich Kampf, und ich habe es auch heute genannt, Kampf gegen illegale Migration, Kampf gegen die organisierte Kriminalität, Kampf gegen die Schlepper ist eine der zentralsten Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben. Und daher bin ich dankbar für alle Vorschläge, die hier kommen. Und ich halte sehr viel davon, dass wir illegale Migration gegen null drängen. Das muss doch der Anspruch, das muss doch das Ziel sein einer funktionierenden Kontrolle, eines funktionierenden Systems. Das beginnt in Europa mit dem Schutz der EU-Außengrenzen, die ein zentraler Punkt sind, aber auch mit den Systemen, wie wir sie in Österreich haben, dass wir klar kontrollieren und wenn jemand negativ beschieden ist, dass er auch wieder in seine Heimat zurückkehren muss. Das ist ein Bündel an Maßnahmen, die ergriffen worden sind, die in vielen Bereichen jetzt auch zu greifen beginnen. Beispielsweise das Burgenland im Jänner letzten Jahres 2200 Aufgriffe, im Jänner dieses Jahres 100 Aufgriffe. Das ist klares Zeichen dafür, dass wir offensichtlich in der richtigen Richtung unterwegs sind. Und in dieser Richtung werden wir weiter hart arbeiten. Da werden wir nicht jubeln, keineswegs, sondern in dieser Richtung hart arbeiten. Und wenn es hier Vorschläge gibt, die sagen, klare Regeln, strengere Regelungen, gerade von der SPÖ, dann höre ich das sehr gerne und bin dankbar für jeden weiteren Vorschlag in der Richtung. Habe ich, glaube ich, gesagt? Doch. Ich habe gesagt, das Ziel muss doch sein, die illegale Migration gegen null zu drängen. Die Obergrenze liegt bei null. Ich habe gesagt, bitte um Verständnis, das Ziel, illegale Migration muss gegen null gehen, ist wohl das Ziel, Anspruch einer Polizei, einer Behörde, genauso wie im Kampf gegen die Kriminalität kann das nur das Ziel sein, möglichst wenig Kriminalität zu haben. So kann nur das Ziel sein, möglichst wenig illegale Migration zu haben. Danke. Weitere Fragen? Austria Presseagentur, Patrick Beilner. Was da jetzt genau im Ministerrat eigentlich beschlossen wurde, weil dass dieses Sicherheitszentrum entstehen soll, ist ja schon länger bekannt. Wurde da die Finanzierung beschlossen, der Bau oder worum geht es? Also es geht konkret, nachdem ich mich auch bei der Verteidigungsministerin bedankt habe, um den Kauf des Areals, das dem Bundesministerium für Landesverteidigung gehört, durch die BIK. Die BIK setzt ja solche Projekte um und das im Detail wird in diesem Gesetz festgelegt, was hier auch angekauft wird, welche Areal. Weitere Fragen? Sie keine weiteren Fragen? Ich bedanke mich für Ihr Erscheinen und wir wünschen noch einen schönen Tag. Danke sehr. Danke.